Servus, Luca, meine lieben Freunde. Ich darf euch hier heute mal wieder recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Episode TikTok Tuesday. Da es letztes Mal so gut bei euch ankam und es auch mir persönlich extrem viel Spaß gemacht habe, sind wir heute wieder an einigen Livestreams unterwegs. Und ich habe mal wieder ein bisschen Geld aufgeladen, was ich den Leuten heute spenden kann, wenn sie irgendeine Scheiße machen. Okay. Willst du sehen, wie scheiße oder was? Wir wollen dein Badezimmer sehen. Wir wollen dein Badezimmer sehen. Wir wollen dein Badezimmer sehen. Wieso hat sie ein Schild auf ihrem Bauch, wo drauf steht Gemüsepfanne mit Schnupfnudel und Hack? Okay. 540 Leute gucken ihm hier beim Fortnite-Spielen zu. Einfach Corncrafter. Luca. Tim ist jetzt Luca. Okay, die wissen, dass ich drin bin. Okay, das war's mal wieder. Komm. Der eine hat einfach 700 Euro. Bleib dran. Hat dir 2000 Euro gespendet, schreibe ich jetzt nochmal. Hä, ich guck mal kurz auf YouTube, ob Luca wirklich live ist. Hey, ich bin nicht live, ich drehe ein Video. Luca hat kommentiert. Ja. Jungs, wenn ihr den Witz erzählt, donate ich 5 Euro. Jungs, wenn ihr den Witz erzählt, donate ich 5 Euro. Okay, haut ja, raus. Ein Witz für 5 Euro, mir wird direkt was einfallen. Mein Gesicht nämlich. Sagt der Stein zum Press, ich bin Einstein. Sagt das Press, dann bin ich Brad Pitt. Wie war der Witz? Keine Ahnung, ich muss einfach gar nicht lachen. Er kriegt sogar von seinen eigenen Kollegen keine Props für seinen Witz. Okay, der Witz war kacke, ihr habt noch eine Chance. Er ist nicht mehr drin. Natürlich bin ich noch drin. Jungs, Real Talk, allerletzte Chance, ein guter Witz und 5 Euro. Allerletzte Chance, ein guter Witz und 5 Euro donaten. Okay, was? Wir müssen wirklich einen guten. Hier schreibt sogar ein anderer, drop einen wilden Witz, ich spende 15 Euro. Also muss mal ganz kurz weg für 2 Minuten, ich bin gleich wieder da. Ja, jetzt checkt er auch noch ab, während er live ist. Laser Luca. Sag doch einen Witz! Ja! Tim! Tim ist der mit einem Witz sagt, das ist Laser Luca! Ja! Das ist Luca, okay, ja. Oh mein Gott, irgendwann. Ein Witz! Okay, dann muss das muss Tim machen, okay? Ja, okay, dann macht das Tim. Ich tu wieder so, als könnten die mich hören, wenn ich mit denen rede. Egal, einfach Luca hier drin. Der hat über 2,5 Dings. Keinen Haken hat, dann ist er. Doch, hat er. Oha, krass. Tja. Okay, Tim, sag gleich einen Witz, okay? Ja, oder ihr einfach, Jungs. Ja, egal. Das Geld kriegt ja eh der Bananensaft-TV. Luca, mach mal bitte mehr WhatsApp-Fails. Wie? Jetzt soll er ja Ansagen machen, oder was? Eine Stunde später. Tim! Bin wieder Tim, da. Ja? Der das mit dem Witz reinschreibt, das ist Luca. Guck mal. Ist das denn wirklich der Echte? Der hat blauen Haken, wirklich. Echt? Wo hat er mal? Ja, mit 2,5 Millionen Follower. Oha. Nee, jetzt, oder? Ist er jetzt wirklich drin? Ups. Ich habe schon so ewig keine Witze mehr erzählt. Ich habe keine Ahnung, mir fällt gerade kein Witz ein. Der Witz ist, dass mir kein Witz einfällt. Wenn jemand auf der Straße zu mir ankommen würde und mir sagen würde, hier ein 5-Euro-Schein, erzähl mir einen Witz. Ich würde irgendwas erzählen. Außer diese Brad Pitt-Kacke, das war nicht lustig. Wie heißt ein helles Mammut? Helmut. Helmut. Aha. Ich habe gar nichts gemacht. Wie heißt ein Wikinger ohne Helm? Wilhelm. Oh, okay, der ist gut. Luca, was sagst du zu den Witzen? Komm, ich hau ihm jetzt hier Mic Drop raus. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich 5 Euro sind, aber kriegt er jetzt halt. Oh mein Gott, er hat einen Mic Drop gespendet, glaube ich. Yo. Was heißt das? Mic Drop. Was? Yo. Das kostet 500 Münzen, oh mein Gott. Wie viel sind 500 Münzen? Yo. Übertreib nicht. Wie viel sind denn 500 Münzen? Okay, Luca, danke. Vielen Dank, Bro. Kein Ding, Bro, der Witz war ziemlich lustig. Folgt ihm alle echt mal. Ehre, Dankeschön für Shoutout. Alle, die ihm da nicht folgen. Dankeschön. Ehre. Ja. Okay. Nimm meinen Creator-Code, Luca. Er kann ja auch nochmal was reinschreiben, damit alle auf sein Profil können. Aber ja, warte, genau. Ich schreibe nochmal. Folgt mir alle, habe ich jetzt einfach mal so auf richtig Ehrenbruder-Basis hier reingespammt. Wenn zufrieden Luca geht. Das auf YouTube stellen würde. Alter, das wärst du krank. Also ist Luca, so. Du kannst das auch auf YouTube stellen, falls du noch drin bist. Oh, mythische Kiste. P90. Jo. Korrekt, danke für die Erlaubnis, Jungs. Das kommt auf jeden Fall auf YouTube. Ich würde allerdings sagen, wir gehen jetzt noch zu einer letzten Person, die streamt. Supportest du LGBTQ, was weiß ich, LGBTQ? Yes. Einfach supporten, aber nicht mal es aussprechen können. 10 Euro, wenn du 1 Liter Wasser äxst. 10 Euro, wenn du 1 Liter Wasser äxst. Ich kann nicht exen. Oh, dann langsam trinken. Ich mag weder Wasser noch 1 Liter. Ich trinke 1 Liter am ganzen Tag gefühlt. Sie mag kein Wasser und sie mag keinen Liter. WTF, wie überlebst du denn? Was für ein Luca. Ich. Hä? Ich.
Ich habe mal einen Screen für den Flags gemacht, okay. Laser Luca, nice, dass du in meinem Live drin bist und sorry, dass ich dich so behandelt habe. Ich behandle jeden Menschen gleich. Fühl ich. 10 Euro, wenn du 100 ml Wasser äckst. Ich bin jetzt wirklich ganz weit runtergegangen. 100 ml sind 2 Schlücke. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit, du. Ich klick nicht. Wann bekomme ich die 10 Euro Überweisspiel oder was? Ja, ne, du Spende hier. Wie denn sonst? 100 Milliliter. 100 Milliliter Wasser. Wie viel hat ein Glas? 250, oder? Ja, so in etwa. 100 ml, ein halbes Glas. Komm, ein halbes Glas trinken, dann spende ich dir den Rest, was ich hier auf meinem Guthaben-TikTok-Dings hab. Junge, ich kann es nicht exen. Einfach normal ich trinken. Kann nicht Spaß, nicht exen. Du kannst doch ganz normal Wasser trinken. Das ist so widerlich. Das sind so noch keine 100 Milliliter. Das sind... Ich mach mal ein bisschen raus. Ja. Oh, Digga, es ist einfach Wasser. Von Laser, Luca. Ja. Was? Einfach. Ja, wenn er mir die 10 Euro auch dann wirklich gibt. Nee, ich fahr. Ich könnte sie wirklich verarschen einfach. Ja, Exen ist ohne abzusetzen, oder? Ey, sie weiß nicht mal, was Exen bedeutet. Guten Durst. Ohne absetzen. Ohne. Ey! Das war's mit meinen 10 Euro. Hat sie das gerade wieder ausgespuckt? Mädel, das ist Wasser! Hast du schon den Bra-Tee probiert? Nein, ich hab jetzt leider nirgendwo einen. Jetzt redet über Capital Bras Eistee, Alter. Dann kriegst du gar nichts von mir, wirklich. Bra, okay, das war schwach. True, Alter, und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt kann ich mal trinken! Wasser ist so widerlich. Es ist Wasser! Behalt deine 10 Euro. Wie überlebst du denn, wenn du Wasser ekelhaft findest? Ich hasse Wasser, ich hasse es wirklich. Der macht das für ein YouTube, ne? Genau. Dann kannst du dann bitte wenigstens ein schönes Bild reinschneiden von mir. Dankeschön. Was trinkst du denn, wenn du Wasser widerlich findest? Was trinkst du denn, wenn du Wasser widerlich findest? Sprudel. Sprudel, Wasser ist doch auch Wasser. Komm, dann trink dein Sprudel. Junge, ich werde so verkacken, wenn du das hochlädst auf deinem YouTube-Kanal und das 1000 Menschen sehen. 1000 Millionen Menschen. 1000 Millionen Menschen. 7 Millionen, 5,2 Millionen. Hä, dann trink doch Sprudelwasser, hahaha, 10 Euro kommen. Hä, dann trink doch Sprudel, 10 Euro kommen. Stellt euch vor, sie ist live und da kommt eine Person an und sagt, hey, trink einfach ein Glas Wasser. Nicht mal hier so ein Liter oder so, ein Glas. Du kriegst 10 Euro. Das Glas Wasser ist gut für deine Gesundheit und 10 Euro ist gut für deinen Geldbeutel. So! Und sie sagen einfach, oh, Wasser. Ich werde einfach von Luca genötigt, Wasser zu trinken. Riecht sie gerade daran, das ist Wasser. Komm jetzt, Echsen, ohne Absicht. Sie spuckt schon wieder weg und jetzt klingelt es auch noch bei mir. Ey, du kriegst gar nichts von mir, Alissa. Frag jemand anders, ob er für 10 Euro Wasser trinkt. Ich kann ja, das nicht. Sorry, bei mir hat gerade Postbote geklingelt. Ich würde, wie kommt... An der Stelle würde ich die heutige Episode von TikTok Tuesday jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da und schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr Wasser auch so extrem ekelhaft findet.